Hallo, ihr fabelhaften Fischegeborenen und Fische-Aszendenten. Ganz herzlich willkommen zu meinem Liebeshoroskop im Oktober 2017. Ich bin eure Astrologin Antonia Langsdorf und ich führe euch durch eure Konstellationen. Wenn ihr Beratungsbedarf zu einer ganz persönlichen Situation habt, könnt ihr natürlich gerne euch bei mir melden. Zum Beispiel könnt ihr mich auf meinem Kundentelefon anrufen oder eine Beratung direkt über meine Homepage buchen unter antonialangsdorf.com. Infos dazu findet ihr auf der Infokarte hinter dem kleinen i hier im Bild und auch unten in der Videobeschreibung. Außerdem gibt es auch diesen Monat wieder eine Beratung bei mir zu gewinnen. Mehr dazu am Ende des Videos. Deshalb bleibt dran. Im Oktober setzt sich die Tendenz fort, dass ihr umschwärmt seid und dass ihr teilweise vor lauter Anforderungen gar nicht wisst, wo euch der Kopf steht. Das liegt aber ganz einfach daran, dass ihr eben sehr beliebt seid und dass interessante, nette Menschen eure Nähe suchen. In der zweiten Monatshälfte habt ihr gute Tendenzen für feste Partnerschaften. Da lassen sich dann einige Probleme lösen, die bisher noch offen waren. Jetzt wollen wir uns eure Konstellation genauer anschauen und wir fangen an mit dem Erlebnishintergrund, den langfristigen Tendenzen. Und da machen wir gleich den wichtigsten Aspekt als erstes. Ab dem 10. Oktober wird Jupiter, der Glücksplanet, in den Skorpion gehen, in euer neuntes Haus. Und da bleibt er dann stehen für mehr als 12 Monate, nämlich bis zum 8. November 2018, also geht er durch das Zeichen. Und das ist für euch eine sehr gute Nachricht, denn erstens bildet Jupiter einen sehr positiven, schönen Aspekt zur Fischesonne, nämlich ein Trigon hier aus dem Zeichen Skorpion heraus. Und zweitens steht er dann auch für euch im neunten Sonnenhaus der Sinnfindung. Und neuntes Haus gilt dann auch für Fische-Aszendenten. Also, was bedeutet das? Das bedeutet, dass ihr auf die Sinnsuche geht und den Sinn auch finden könnt. Ja, das sind Erkenntnisprozesse, die sich dann da für euch ergeben. Und ihr entwickelt Vertrauen in eure eigene Weisheit. Das ist ja auch sehr wichtig für die Fischegeborenen. Die haben ja oft ganz viel Weisheit in sich, sind aber zu schüchtern oder zu sanftmütig, um auch wirklich dazu zu stehen. Und dabei wird euch Jupiter helfen. Ja? Auch eine Stärkung eures eigenen Glaubens. Dann wird dieser Transit bestimmt auch sehr viel Fernweh bringen. Ihr werdet reisen wollen und das solltet ihr auch tun. Am besten eine spirituelle Reise, vielleicht einen tollen Retreat, einen Yoga-Retreat oder Meditations-Retreat oder eben vielleicht auch eine Visionssuche. Das würde auch unter sehr guten Sternen stehen. Habt ihr ja ein ganzes Jahr Zeit dafür. Außerdem bringt der Transit auch Anerkennung durch Lehren und Unterrichten. Ja? Das heißt also, wenn ihr selber vielleicht ein spiritueller Lehrer seid, dann ist das ein gutes Jahr, um eine Unterrichtsreihe zu beginnen. Oder wenn ihr das schon macht, dann werdet ihr Anerkennung und Erfolg erzielen. Natürlich können auch Erfolge durch eure eigene Weiterbildung in diesen Sternen stehen. Also wenn ihr selbst was dazulernen wollt in höherer Bildung, dann steht das eben auch unter guten Sternen. Außerdem bringt der Jupiter auch Erfolg durch gute Beziehungen ins Ausland. Wenn ihr also Leute kennt, dann kann euch das da weiterbringen. Und je mehr ihr euch dafür öffnet, ja, für die Ferne, für fremde Kulturen, für neue Eindrücke, je mehr ihr zulasst, dass sich euer Horizont erweitert, desto mehr Glück zieht ihr in euer Leben. Ja, was haben wir noch? Genau, das wird sicherlich auch eine Verstärkung eurer bezaubernden Ausstrahlung bringen, einfach weil Jupiter eben in diesem schönen Trigonaspekt zu eurer Sonne steht. Und das ist ja nun mal der Glücksplanet. Ne? Also von daher werdet ihr da auf jeden Fall was von haben. Und das ist natürlich auch besonders schön für musische Fische, die sich künstlerisch betätigen und natürlich auch für spirituelle Fische. Ja, ein super Aspekt für euch. Und ich bin da ganz ausführlich drauf eingegangen, auch mit den Hintergründen, was es mythologisch bedeutet, was es psychologisch bedeutet, weil das auch sehr speziell ist, wenn Jupiter in den Skorpion geht. Und da habe ich ein Special-Video dazu gemacht, finde deinen verborgenen Schatz oder finde den verborgenen Schatz. Und das könnt ihr euch dann natürlich auch noch anschauen. Und diesen Aspekt spüren ab dem 10. Oktober als erstes die Geburtstagskinder, die zwischen dem 20. und 24. Februar Geburtstag haben. Das heißt, der Jupiter bringt jetzt da also erstmal eine schöne Power in die erste Dekade hinein. So, was habt ihr noch? Das habt ihr ja schon lange und auch noch viele weitere Jahre.
Neptun, der steht bei euch im eigenen Zeichen in den Fischen, verstärkt ebenfalls eure umwerfende Ausstrahlung und wird eben zusammen dann auch mit Jupiter, der wird nämlich von hier aus dann später im Jahr tolle Aspekte zu Neptun bilden, wird er auch dazu beitragen, dass ihr in jeder Hinsicht dazu gewinnt. Ja? Zum Beispiel ist das auch ein Aspekt, dass ihr dadurch, dass ihr künstlerisch tätig seid, nun auch Geld verdienen könnt. Sowas könnte sich ergeben. Und natürlich ist es auch toll für die Liebe, um zu unserem Thema zurückzukommen, denn der Neptun gilt ja als der Romantikplanet und wenn diese Tendenz dann durch den Glücksplaneten später im Jahr verstärkt wird, dann kann euch das ja nur für die Liebe nützen. Und die Konjunktion mit Neptun in den Fischen spüren jetzt besonders die Geburtstagskinder, die zwischen dem 1. und 4. März Geburtstag haben. Ihr müsst ein bisschen aufpassen, da ist ja auch das Halbquadrat von Uranus mit dran. Das heißt, ihr könntet also zu denen gehören, die vielleicht durch einen Internetflirt getäuscht werden. Also seid sehr, sehr vorsichtig mit Internetdating. Dann haben wir noch einen wichtigen Aspekt für die Fischegeborenen, einen langfristigen. Das ist das Sextil zu Pluto, der im Steinbock steht, für euch im 11. Sonnenhaus. Und der bringt also zum Beispiel Freunde in euer Leben, die sehr viel Einfluss haben, die auch sehr energisch auftreten und die euch was zu bieten haben, aber dafür auch was haben wollen. Also das ist eine in eurem Netzwerk, ne? Da habt ihr jetzt zu tun mit Leuten, die wirklich was bewegen, die euch dafür aber auch fordern. Das wäre so eine Entsprechung. Außerdem ist es eben ein Sextilaspekt zu eurer Sonne. Das heißt, die Kräfte von Pluto unterstützen euch dahingehend, dass ihr selber auch mehr Einfluss gewinnt, dass ihr selber ein bisschen mächtiger werdet, dass ihr mehr Ecken und Kanten entwickelt und dass ihr auch lernt, Grenzen zu setzen und hilft euch auch bei Transformationsprozessen. Und diesen Aspekt haben jetzt besonders die Geburtstagskinder, die zwischen dem 6. und 9. März Geburtstag haben. So, dann haben wir ja noch das Quadrat Saturn. Das ist auch immer noch aktuell, aber nicht mehr lange. Saturn wird im Dezember in den Steinbock wechseln und dann seid ihr endlich durch mit diesem Quadrat. Und das ist aber jetzt eben noch der Fall. Und der steht ja für euch hier in der Chefetage im 10. Sonnenhaus, zeigt also schwierige Cheffiguren an, die sehr viel verlangen, aber auch die Chance, Erfolge zu haben. Und gleich dabei ist ja Lilith, die jetzt schon seit einigen Monaten sehr dicht bei Saturn immer steht. Das können auch Probleme mit schwierigen Frauen-Cheffiguren haben, kann aber zum Beispiel auch bedeuten, dass ihr selber aufsteigen wollt als Frau und damit Probleme kriegt. Also das ist immer so ein bisschen der Geschlechterkampf und auch die politische Diskussion darum, wenn Saturn und Lilith zusammenkommen, das Ganze bei euch im Karrierebereich, also da habt ihr sicherlich verstärkt auch mit diesen Gender-Fragen zu tun, mit Fragen der Frauengleichstellung oder eben auch in eurem persönlichen Fortkommen seid ihr damit konfrontiert. Da kann ich nur sagen, es lohnt sich, sich dem zu stellen, denn alles, was ihr mit Saturn macht, auch wenn es sehr anstrengend ist, bringt dann auf die Dauer doch Erfolge. Und wenn ihr dann in den Steinbock geht im Dezember, dann steht er ja auch günstig für euch. Und dann merkt ihr auch, was ihr alles geleistet habt und dann kommt auch was zurück. Zum Trost sozusagen. Und diejenigen, die das Quadrat zu Saturn haben, das sind jetzt die Geburtstagskinder vom 12. bis 16. März. Und da gibt es eine Überschneidung zu dem Quadrat zu Lilith. Das ist der 16. bis 19. März. Und auf der persönlichen Ebene bedeutet das Lilith-Quadrat auch, dass man damit konfrontiert wird, dass man vielleicht instinkthafte, wilde Teile, die man in sich trägt, verdrängt hat oder unterdrückt hat, weil sie nicht ins Bild passen. Und mit dem Quadrat fordert die Lilith euch jetzt heraus, euch damit auseinanderzusetzen. Auch Schwierigkeiten mit Cheffiguren, mit weiblichen Figuren im Job können damit zu tun haben, dass sie euch eigentlich was widerspiegeln, was eigentlich in euch ist. Ja, das, vielleicht kann euch auch eine schwierige Chefin vorspiegeln, dass ihr eigentlich selber gerne den Chefposten hättet und euch aber nicht getraut habt. Oder vielleicht geht es auch darum, dass ihr sagt, Mensch, dieser ganze Arbeitsstil, der geht gegen mein weibliches Empfinden. Also diese Dinge, damit müsst ihr euch auseinandersetzen mit dem Lilith-Quadrat. Wenn ihr da nähere Fragen zu habt, könnt ihr natürlich eine Beratung bei mir buchen. Ich bin ja Lilith-Expertin und ich kann euch dann da auch weiterhelfen. Genau. Und ja, damit sind wir durch mit den langsam laufenden Aspekten und können uns den aktuellen Sternen im Oktober zuwenden. Und wir fangen an mit Sonne, Merkur und Jupiter in der Waage. Die stehen bei euch im 8. Haus. Das ist eigentlich eine schöne Konstellation für festgebundene Fische.
bringt eine gute Vitalenergie in eure Beziehung oder vielleicht auch die Möglichkeit, einen guten Vertrag abzuschließen. Dann natürlich ganz heiß für eure Liebestendenzen Venus und Mars hier in der Jungfrau in eurem Partnerhaus. Und das Ganze auch noch jetzt hier zu Beginn des Monats im Aspekt zu Pluto, das verspricht dann schon sehr, sehr heiße Affären. Ja, ihr seid weiterhin umschwärmt, manchmal sogar von mehreren Verehrern oder Verehrerinnen. Ne? Mars im Partnerhaus kann aber euch auch gereizt machen oder es kann jemand anzeigen, einen Gegenüber anzeigen, der euch foppt und herausfordert. Am besten ihr nehmt es locker und reagiert dann auch nicht zu überempfindlich, denn kleine Neckereien können ja schließlich auch Spaß machen. Und da ist dann auch gleich Anfang des Monats ein Top-Tag für euch, der Feiertag, der 3. Oktober. Da fühlt ihr euch wohl hier mit Neptun, Mond in eurem Zeichen, da fühlt ihr euch wohl, wenn ihr für andere da sein könnt. Und ihr spürt auch, was andere brauchen, seid da also sozusagen mit euren Antennen im Austausch. Und dabei seid ihr so charmant, dass ihr dadurch auch schöne Flirtchancen bekommt, beziehungsweise ihr könnt auch euren festen Partner um den Finger wickeln. Ihr braucht einfach nur, ihr selbst zu sein und euren Gefühlen zu folgen. An diesem Tag könnt ihr kaum etwas falsch machen. Die Flirtenergie steigert sich dann immer weiter bis zum Vollmond am Donnerstag, den 5. September um genau 20.40 Uhr. Und der spielt sich ab auf der Achse Widder und Waage. Das ist für euch die Werteachse in Haus 2 und 8. Da könnt ihr bestimmt nicht schlafen. Das kann also wirklich auch Diskussionen ums Geld geben in eurer Partnerschaft. Aber ihr solltet euch hierauf konzentrieren. Venus und Mars, das ist eine sehr leidenschaftliche Energie. Und die prickelt halt auch sehr schön. Und wenn ihr jemand habt, dann wisst ihr ja, wie ihr die Vollmondnacht verbringen könnt. Wenn ihr für euch alleine seid, ist das auch eine sehr schöpferische Energie. Ja? Da könnt ihr sozusagen im Austausch mit euch selber einen Schöpfungsprozess haben, vielleicht was Kreatives erschaffen oder auch kreative Ideen entwickeln. Es ist eine schöne Konstellation und ihr könnt die auf jeden Fall genießen, ob jetzt mit oder ohne einen Partner im Bett. Ab dem 6. Oktober und dann bis zum 11. wird es ein bisschen kritisch. Da haben wir dann so eine Phase der Ernüchterung. Venus und dann auch Mars gehen ins Quadrat hier zu Lilith und Saturn. Da kommt es also zu Enttäuschungen und vielleicht auch zu einer Provokation jetzt hier mit der Lilith, dass euch da vielleicht jemand ärgert. Dann haben wir mit Merkur, Sonne und Pluto auch noch die Neigung, verletzende Worte zu sagen. Also das ist wirklich eine etwas schwierige Zeit, diese Tage. Und vielleicht habt ihr beruflichen Stress, ja, hier mit Saturn hier oben und Saturn und Lilith. Vielleicht müsst ihr eine wichtige Entscheidung für eure Karriere treffen und dadurch gibt es nicht mehr so viel Raum in eurem Leben für die schönen Gefühle und die Leidenschaft hier mit Venus, Mars. Und da wäre dann der Tipp der Sterne, falls ihr frustriert seid, lasst es auf keinen Fall an eurem Gegenüber aus, denn die Phase dauert nur ein paar Tage. Bittet euren Partner oder eure Lieben um Verständnis und versucht locker zu bleiben. Ja, am 10. Oktober ist es dann soweit, Jupiter tritt ein in den Skorpion. Wie ich auch schon in der kosmischen Schwingung erwähnt habe, leider begleitet von einigen ziemlich starken kosmischen Spannungen hier. Aber trotzdem ist das für euch eine gute Nachricht, denn zu euch geht er in ein wunderschönes Trigon, in euer 9. Haus hier und jetzt ergibt alles einen Sinn. Und ich habe das ja auch schon am Anfang beschrieben, im Erlebnishintergrund und nochmal der Hinweis, schaut euch dazu mein Special an, finde den verborgenen Schatz, wenn ihr mehr darüber wissen wollt. Jetzt im Augenblick, im Oktober, kann das aber eine Phase sein, wo es vielleicht Streitigkeiten ums Geld gibt. Ihr habt ja hier auch immer noch Uranus im 2. Haus. Vielleicht müsst ihr da auch ein bisschen aufpassen, jetzt keine finanziellen Wagnisse eingehen, vor allen Dingen, wenn die nicht mit dem Partner abgesprochen sind. Ja, das wäre ganz wichtig. So, wenn die Phase vorbei ist, habt ihr dann aber auch schon gleich einen Top-Tag. Und der ist sehr schön, um Spaß zu haben und kreativ zu sein. Falls ihr euch hier mit Mars im Partnerhaus gestritten habt, ist das auch ein guter Tag, um sich im Bett wieder zu versöhnen und wieder wahrzunehmen, wie kuschelig es doch mit eurem Schatz ist. Am Samstag, den 14. Oktober, um die Mittagszeit, geht die Venus in die Waage. Und damit auch in euer 8. Haus. Das ist eine sehr sinnliche Konstellation und auch sehr gut, um mit dem festen Partner etwas Schönes für euer Zuhause anzuschaffen. Und sie steht auch für gutes Karma. Ja, vielleicht macht ihr an dem Tag etwas, was sich später dann für euch als gut herausstellt.
Dann haben wir die nächste wichtige Konstellation am 17. Da tritt nämlich der Merkur in den Skorpion ein und bildet dann am 18. hier schon eine Konjunktion mit Jupiter, der frisch im Skorpion ist. Und das alles bei euch im 9. Haus. Und das verstärkt dann nochmal bis zum Monatsende die günstigen Impulse und Tendenzen für euch. Ihr habt dann eine starke Wunschkraft in diesen Tagen und das weckt den Mystiker in euch, ne? Und das hilft euch auch, den Sinn in dem zu tun, was ihr tut, zu erkennen. Nächster wichtiger Termin ist der Neumond. Donnerstag, 19. Oktober um 21.11 Uhr auf 26 Grad Waage. Das ist bei euch auch dann hier im 8. Haus der gemeinsamen Werte und auch der tiefgehenden Sexualität. Jetzt ist das ja hier genau gegenüber von Uranus, deswegen gilt, erwartet das Unerwartete und seid offen für neue Ideen und neue Lösungen. Und bei euch geht es um die feste Beziehung, um Verbindlichkeiten und um gemeinsame Werte. Mit Uranus kann es auch um das Thema Nähe und Distanz gehen. Vielleicht findet ihr plötzlich und spontan einen neuen Weg, euer Bedürfnis nach Sicherheit in der Partnerschaft und nach persönlichem Freiraum miteinander zu verbinden. Natürlich könnt ihr den Neumond auch nutzen, um über den Jupiter-Transit nachzudenken. Wie wollt ihr die kommenden 13 Monate mit diesen schönen Tendenzen nutzen? Wollt ihr eurem Leben einen neuen Sinn geben, eine Weiterbildung anfangen oder überlegt ihr euch selbst als Lehrer eine Ausbildungsgruppe ins Leben zu rufen? Das sind so einige Fragen und Anregungen für den Jupiter-Transit für euch. Dann haben wir einen Top-Tag für euch am 21. Oktober. Und dieser Tag kann euch einen Vorgeschmack darauf geben, wie gut es die kosmischen Kräfte für die nächsten 13 Monate mit euch meinen. Deswegen seid an diesem Tag besonders aufmerksam, was euch da begegnet. Der Hintergrund ist, dass der Mond da durch den Skorpion geht und dann diese Aspekte alle auslöst, die Jupiter dann auch im Laufe des Jahres machen wird. Nämlich der Mond geht ins Sextil zu Pluto und auch ins Trigon zu Neptun. Und dasselbe wird Jupiter machen, was für euch super, super, super tolle Aspekte sind, die euch mit wichtigen, einflussreichen Leuten verbinden, eventuell eben auch eine große neue Liebe bringen und die euch selber helfen, eure fantasievollen und spirituellen Kräfte zu entwickeln und zu manifestieren. Also achtet mal am 21. Oktober, was da so auf euch zukommt. Dann haben wir am 22. den Mars, der bewegt sich dann aus der Jungfrau auch ins Zeichen Waage und auch in euer 8. Haus. Da kommt dann eine Phase für feste Partnerschaften, wo ihr euch nicht immer einig seid über eure gemeinsamen Wertvorstellungen. Vielleicht gibt es auch ein Gerangel darum, wer wie viel Sex möchte. Auf jeden Fall bis Ende des Monats wird der Mars dort stehen bleiben. Da müsst ihr ein bisschen darauf achten, dass es nicht etwa zu Streitigkeiten kommt. Genau, ja, und dann geht es weiter mit dem 23. Oktober. Da geht nämlich dann morgens um 7.26 Uhr die Sonne ins Zeichen Skorpion und die trifft sich dann auch am 26. Oktober mit dem Jupiter hier bei euch im 9. Haus. Das ist auch wieder wunderbar, um die ersten Schritte der Sinnsuche für euch einzuleiten oder vielmehr der Sinnfindung. So, dann gibt es noch ein paar kritische Tage. Vom 26. bis 28. da läuft nämlich dann die Venus ins Quadrat hier zu Pluto, dann auch noch mit dem Mond dabei am 26. Das ist eine sehr emotionale Zeit und da könnt ihr auch so ein bisschen zwischen die Fronten geraten. Hier ist es so eine Verbindung aus eurem Freundeskreis zur festen Partnerschaft. Also vielleicht hat jemand euch eingeredet, ein Freund, dass mit eurer Beziehung was nicht in Ordnung ist. Und ihr seid jetzt von eurem Partner enttäuscht oder ihr habt einen Loyalitätskonflikt oder ihr habt vielleicht mit einem guten Freund angebandelt und jetzt stellt sich das Ganze doch als recht schwierig heraus. Aber keine Panik und auch bitte keine vorschnellen Entscheidungen. Die Phase geht wieder vorbei und das Ganze lässt sich wahrscheinlich bis Mitte November wieder in Ordnung bringen. Genau. Und dann haben wir noch einen Top-Tag für euch Ende des Monats. Das ist dann Halloween am Dienstag, den 31. Oktober. Und wir feiern da Halloween bzw. das dem zugrunde liegende keltische Fest Samhain. Und die Konstellationen sind diesmal sehr spirituell und passend zu dem Fest. Darauf bin ich in der kosmischen Schwingung vom Oktober ausführlich eingegangen. Ich kann euch nur raten, Halloween zu feiern. Entweder als wilde Party, wo ihr bestimmt einen tollen Auftritt hinlegt, oder als heidnisches Fest in seiner ursprünglichen spirituellen Bedeutung. Waren eure Sterne im Oktober?
Wenn ihr mehr über eure ganz persönlichen Konstellationen wissen wollt, dann berate ich euch gerne. Alle Infos dazu findet ihr auf meiner Homepage unter www.antonialangsdorf.com. Die ist auch verlinkt hinter dem kleinen i hier im Bild. Wenn ihr eine gezielte Frage zu eurem Horoskop stellen und etwas über Astrologie lernen wollt, dann ist mein Webinar Antonias Sterne genau das Richtige für euch. Da haben wir in der Gruppe immer einen ganz tollen astrologischen Austausch. Der nächste Termin ist am Freitag, den 6. Oktober um 17 Uhr. Bei der Verlosung könnt ihr wieder 15 Minuten persönliche Beratung bei mir gewinnen. Und wer gewonnen hat, das gebe ich in der kosmischen Schwingung vom November bekannt. Und so nehmt ihr teil. Postet mir hier einen netten Kommentar, wie euch meine Horoskope gefallen oder ob ihr eine Anregung für mich habt und abonniert meinen Kanal. Einfach hier klicken. Zum Eintritt von Jupiter in den Skorpion schaut euch doch auf jeden Fall noch das Special Finde den verborgenen Schatz an. Und, falls ihr es noch nicht gesehen habt, ist natürlich auch das Video Folge deinem Herzen über den Mondknoten im Löwen sehr, sehr wichtig. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.